mitten im Indischen Ozean in der Nähe von Madagaskar und trotzdem in Frankreich. Die Insel La Réunion ist ein Dom, ein Überseedepartement von Frankreich. Der Markt im Viertel Le Chaudron von Saint-Denis. Die verschiedenen Gerüche vermischen sich zu immer neuen Variationen. Ans Ohr klingt ein Mix aus Französisch-Kreol und wer weiß welch anderer Sprache. Bonjour, comment il est là? Ça va? C'est quoi ça? C'est le bras de sens. Comment on fait cuire ça? Il faut assez comme ça. Alors, il faut assez bien fin, vous mettre dans l'eau salée, il faut bien saler. Bon. Environ 15-20 minutes, vous pouvez mettre n'importe quelle viande. Hein. Oui, le boucanet, saucisse, ça que vous voulez. Vous pouvez manger tel que c'est aussi. Et moi, il faut mettre environ 15-20 minutes, après vous êtes dans l'eau. Vous faut aussi avec de l'ail, des oignons, un petit peu de piment, si vous voulez. À la fin, on met un petit citron dedans. On prend un petit bras de songe alors. Die Entstehung einer Kreolsprache ist wie ein Kochrezept. Der Grundwortschatz einer Kreolsprache ist der Reis in einem kreolischen Gericht. Die Sprache des Kolonisten prägt diesen Wortschatz. Hinzu fügt jeder sein Gemüse und seine eigenen Gewürze. Diese verschiedenen Einflüsse machen jedes kreolische Gericht und jede Kreolsprache einzigartig. Diese Pflanze heißt auf Kreolisch Bret de Songe, auf Französisch Tarou. Sie wächst vor allem neben Seen und Flüssen. In ihren Blättern laufen Adern. Sie dienen als Wasserspeicher. Im Nationalgericht, dem Curry, schmeckt sie köstlich. Bei rohem Verzehr jedoch hinterlässt sie ein unangenehmes Kratzen im Hals. Daher kommt der kreolische Ausdruck Ça y gratte comme songe, das kratzt wie songe, die sprichwörtliche Bezeichnung für ein verliebtes Mädchen. Und diese Pflanze erzählt noch andere Geschichten. L'eau y coule sur feuilles songe. Das Wasser perlt vom Blatt des Songe ab. Ein altbekannter Ausdruck, der bedeutet, das kann dir nichts anhaben. Vor dem Haus gepflanzt, schützt der Bret Songe sogar vor bösen Flüchen. Handelt es sich um ein Überbleibsel aus der madagassischen Kultur? An der Universität von La Réunion in Saint-Denis kennt sich der Sprachwissenschaftler Christian Olivier mit der Herkunft des Wortes Bret de Songe aus. Alors Bret de Songe, c'est un mot bien typiquement créole, un mot qui est une juxtaposition de deux mots, de bread et de songe. Le premier bread viendrait de l'indo-portugais, cette langue issue du commerce et qui a été donc parlée dans une grande partie de l'océan Indien. Bread voudrait dire justement bon à manger. Et songe, la deuxième partie, elle, ce serait un mot qui viendrait de Madagascar, qui viendrait du malgache. Und ist die dort gebräuchliche Bezeichnung für diese Pflanze. Und wie kamen diese Sprachen nach La Réunion? In dieser Bucht betreten 1663 die ersten Bewohner von La Réunion den schwarzen Sand. Auf dem Schiff befinden sich 12 Personen, 2 Franzosen und 10 Madagassen. Die ersten Kinder von La Réunion haben bereits Eltern unterschiedlicher Herkunft. Diese Gemischt-Ehen sind der Ausgangspunkt für die Entstehung einer neuen Sprache, das réunionesische Kreol. So geben die madagassischen Mütter ihre Kultur an ihre Kinder weiter. Der Service Kaba, eine madagassische Zeremonie, bereichert nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur. Im regnerischen Osten der Insel, in den Bergen von Brapanon, wird seit der Sklaverei Zuckerrohr angebaut. Die Sklaven kommen fast alle aus Madagaskar. Der Einfluss des Madagassischen auf das Kreol ist auch während der Sklaverei beständig. Die Handelssprache jedoch ist Indo-Portugiesisch. 1848 wird die Sklaverei abgeschafft. Danach kommen die Engagés, unter ihnen eine beträchtliche Zahl an Indern. Die Engagés sind unterschiedlichster Herkunft aus dem Indischen Ozean. Bei der Ankunft leben sie aus Quarantänegründen in Kasernen in La Grande Chaloupe. Der Engagé hat einen Arbeitsvertrag, erhält eine Bezahlung und genießt Religionsfreiheit. Bei Auslauf des Vertrages entscheiden sich die Inder zu bleiben. Musik
Auch ihre Sprache, das Tamilische, hat einen großen Einfluss auf das reunionesische Kreol, vor allem im Wortfeld der Küche. Lima-Bohne, Kutomili, Koriander und Knoblauch ergibt Bonbon Piment. Das Wort Kreol hat im Laufe der Zeit seine Bedeutung verändert. Kreol leitet sich aus dem portugiesischen Wort Criollo ab. Es bedeutet europäisch abstammige Person, die in einem anderen Teil der Welt außerhalb Europas geboren ist. Rassali ist Pusari, hinduistischer Priester in Saint-Denis. Was bedeutet Kreol heute? Kreol, c'est un mélange de culture, de religion, de race. Voilà, c'est tous les épices des Antilles qu'on fait un mélange et voilà. Daniel Varro ist Musiker und ein bekannter Verfechter der kreolischen Kultur. On nous dit toujours noir ou blanc, mais quand on réfléchit bien à la société de la Réunion, aussi bien bande blanc que bande noire, il n'est pas un seul bloc avec une seule langue et une seule façon. Le mot métis, c'est pas bon. Il est trop aseptisé, trop propre, trop café au lait. On a une espèce d'affaire, des images, il ne faut pas y déranger. Il est un peu carte postale. C'est un petit peu bâtardité, tout défini à nous. Nous les mélangeons, kafiab, chinois, arabe, zolaï. C'est nous tout ça en même temps. C'est pas facile pour dire, nous les bâtards. Bon. Mais il faut à un moment donné nous gagner, nous les bâtards, tout ça là. Mais comme une richesse, quoi. L'île de la Réunion, die Insel mit den vielen Gesichtern. Die Vielfältigkeit kennt hier keine Grenzen. In der Küche, in der Musik und in den Religionen. Diese Vielfältigkeit ist vereint in einer Sprache, das Kreol von La Réunion. Ici la Réunion, t'es mon nom, n'est pas toute nation.